So, komm her, du. Beschwörung können wir die natürlich ziemlich natzen. Was? Wow. Ohne das Terpentin zu verschwenden. Tschüss. Dreckiger Troll. Komm mit, mein dunkler Verführer. So. Das war doch wieder ein sehr erquicklicher Kampf, möchte ich da mal meinen. Wir sind schon bald beim Boss Medivh angelangt. Den habe ich schon beschwert? Schlecht. Mal schauen. Soll ich oder soll ich nicht? Ja, mal schauen. Das könnte jetzt lustig werden. Komm, du kleiner Troll, komm, komm, komm. Also ihr merkt, der Quest ist echt hardcore teilweise. Ach ja, also von unserem Ausländer waren die, also ganz ehrlich, wer muss schon zweimal hintereinander so einen dreckigen Straße aufreißen, dass er ein Rohr auswechselt? Ich meine, hallo, ist doch total dumm. Dann muss man das doch einmal aufreißen und dann hat sich das doch. Na komm her. Oh Mann, die Trolle gehen so ans Leder! Oh nein. Jetzt bin ich tot. Jupp. Das war's für mich. Mhm. Geiler Scheiß. So. Wir machen es gleich nochmal. Mit dem dunklen Verführer. Beim Quest kann ich auch nicht viel sagen. Ich meine, wir müssen jetzt diese Trolle hier erledigen und dann wieder abzischen. Segen von Mania? Der könnte irgendwann später. Der kann leider nichts. Ja genau, wir beschwören Haskell. Nein, da. Wir könnten ihn theoretisch sogar anfällig zaubern. Gegenüber. Oh, mir fällt gerade auf, mir fällt gerade auf. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wenn ihr vor Gegnern flieht und euch nicht sicher seid, wo sie langlaufen oder wo ihr langlauft, immer wegschauen. Hallo? Könnte mein dunkler Verführer mal bitte auch angreifen? Ja. Geil. Frisst das Spiel. So, jetzt möchte ich mal bitte, dass mein dreckiger dunkler Verführer da mal so ein bisschen angreift. Das wäre natürlich extrem praktisch. Und? Oh, er hat einen Blitzschild gecastet. Dann generell mal ein Schildzauber. Haben wir noch nicht oft gehabt, dass irgendwer einen Schildzauber gecastet hat. Fail. Und wir prügeln ganz locker flocker auf diesen dreckigen Troll ein. Der ist total gut verschmiert, ey. Und es gibt übrigens noch eine Uncut-Version von der Bühne. Haha. Krass, oder? Geht's noch?
dreckiger. Wow. Ja, entwaffnet habe ich dich, du Kleiner. Der mir Leben abzieht. Alter. Hörst du auf. Du hältst doch eh nicht mehr lange. Na komm. Alter? Ich will nicht. Mann. Wie der sich die ganze Zeit diesen Scheiß draufhaut. Der grinst! Hallo. Gehst du weg? Warte mal. Jetzt ist sowieso zu spät. Ja, lala, jetzt wollte ich mich schon ergeben. Und was macht der? Mein Gott. Mit einem Zaubern. Wow, das war mal ein guter Zauber, oder? So, der nächste Troll. Wartet schon auf uns. Und wisst ihr was? 10, haben wir noch irgendwas Besseres, was ich jetzt so kann? Na, gut. Zerstörung hat sich verbessert. Wunderbar. So, dann gehen wir jetzt wieder auf unseren Heilzauber. Dann haben wir wieder ein bisschen Terpentin drauf. Lalalalalalalala. Ja. Das hat doch gesessen. Natürlich könnten wir auch mehr Terpentin für einen einzigen Troll verballern, aber das wäre natürlich extrem dämlich. Au. Leck mich. Komm her. Au, au, au. Und bam. Was? Friss das, du dreckiger. Schwere Wunden heilen, jetzt machen wir ein Terpentin. Terpentin einmal. Au, und wir können gleich noch mal Terpentin reinhauen. So, es ist natürlich so gut wie tot. Jetzt ist er tot. Ja. Gut, jetzt können wir noch mal eine Stunde warten. Um wieder voll fit zu sein. Und beim nächsten Mal dürften uns dann schon 2 Trolle erwarten. Nehme ich mal an. Lala. Ach Leute, ich weiß gar nicht, was ich mal. Ich bin gerade echt verwirrt. Was soll ich zu diesem Quest sagen? Ja, wir sind gleich da. Jetzt kommen erstmal gleich 2 Trolle auf uns zu. Hier gibt es übrigens keinen Nürnboss oder irgendwas zum Abbauen. Soweit ich mich erinnere. Oh ja. 2 Trolle. 2 Trolle.
Erstmal vergiften. Und dann möchte ich gerne das Fleisch abmachen. Los. Raus. So, dann möchte ich gleich wieder vergiften. Mit Terpentin. Bin ich einen von den beiden dreckigen Trollen schon mal gesehen. Gut wie. Okay, ich habe beide ziemlich angeschwächt. Das soll mir auch recht sein. Goddamn shit. Greift der auch mal an? Greift er auch mal an? Nein. Nein. I don't want this. Wow. Ich habe die Leiche gefunden. Zeug, den Lichtfarbpinsel. Das konnte ich gar nicht vorlesen. Tod! Oh Mann. Okay. Ach, nicht den Mund der Verschwörer, der Fleischadronaren. So, einer kommt hier irgendwo rausgestürmt, dieser Scheiß-Troll. Wo ist der? Den möchte ich dann schon doch gerne verprügeln, bevor ich mich dem anderen da widme. Ja, es ist sehr mies versteckt, finde ich auf jeden Fall. Wir gehen wieder zu unserem schweren Wundenhallen und hauen Terpentin drauf. Ganz klar, Terpentin. So, jetzt gleich nochmal Terpentin. Und er ist down. So, jetzt können wir uns in aller Ruhe dem anderen da noch widmen. Komm, ein braver Fleischadronat. Na komm her. So, du wirst auch erstmal eine ordentliche Ladung Terpentin abbekommen. Hallo? Fetter Feuerzauber, mein Freund. Zack. Den dürfen wir eigentlich auch relativ schnell down kriegen. Ja, dank unserem Fleischadronachen. Sein Braver. Komm mit. Oh Gott, Leute. Habt ihr das gesehen? Dieser Quest ist so übermäßig hart teilweise. Echt Farbpinsel. Komm, mir Farbpinsel lang, ich sollte diesen Intrude zurückbringen. Hey du. Er sieht so fertig aus da drunter. Naja. Ist ja nicht mein Problem. Hoppa, hoppa, hoppa. Hoppa, hoppa. Hui, hui, Sackgasse, hui, hui. Ja, ich trainiere gerade ein bisschen Akrobatik. Akrobatik. Das nehmen wir schon mit. Ja, ich muss echt mal zu einem Händler ins Gingrad. Zingrad. Da muss ich mal zum Händler und meinem Händler muss ich was verkaufen. Das sollte mal ganz klar sein. Ich meine, es gibt Leute, die gehen zum Händler, labern damit denen und verkaufen dem nichts. Einfach nur zum Reden. Das ist totaler Schwachsinn. Meines Erachtens. Ah, aber diesen Quest haben wir jetzt endlich erledigt. Ich hasse diesen Quest. Ich hasse ihn.
Hass, 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 Hass. Gute Arbeit. Dann machen wir den Portfall. Folgt mir. Okay. Nein. Und tschüss. Rüter mit weg vom Pinsel eine Tür zurück zu seinem Studio gemalt. Und Jane habe vor zum Glühen mag. Wow, wir sind zurück. Hey du. Wie kann ich euch hier im Gegenteil.